Wie weit liegt mich hier? Vater Ödedog. Oh Gott, wenn ihr sehen könntet, wie ich gerade mein Gesicht verziehe. Digga, ja, danke, das ist dein normales Bett. Ich hab nicht mal verzogen. Das geht ja nicht nur nicht. Du hast den Ball verzogen. Wie er verzogen, das Kind, ne? Das ist ein perverses Spiel, ey. Wo sind eigentlich meine Teammates? Die sind ausgestiegen zum Schalten gegangen in deinem Laden. Kann ich eigentlich losfahren, ohne dass ich... Ja. Sag mal, hast du eigentlich in der Art, du eigentlich alle Läden schon gekauft? Nur nicht, nicht. Digga, warum nicht? Ja, das ist... Keine Ahnung, ich mache Let's Play und nicht Hand of the Sand Game. Na gut. Na, aber sowas gehört zu Let's Plays dazu. Dass man Asche kriegt, dass man seinen Scheiß ab auf... Junge, ich hab 100.000 auf dem Konto, das reicht vollkommen. Naja. Jetzt habe ich sie nicht mehr, weil ich das ganze Geld für Scheiße verbraucht habe. Naja, ich krieg irgendwie... Alle 15 Minuten, hey, da hinten ist das Atomkraftwerk gewesen. Ich krieg irgendwie alle 15 Minuten 280.000 oder so, das ist echt krass. Also ich krieg glatte 8.000. Yeah. Warum? Das war kein. Ja, er geht jetzt schon wieder zum Scheißen oder was? Quater, hab dich mal im Zaum, ja, du musst dich nicht immer runterholen, ey. Quater, das geht gar nicht. Das geht echt nicht. Vor allem mitten im Tag kommt er ja und legt dann Hand an. Ja, nee, das ist Karin, der seine Dicksbücher stapelt. Haha, boah. Ja, voll der flache Dicker. Fuck, sind die flachen Dicker. Schau mal, was macht... Also... Nachkick. Also ich habe mir überlegt, einfach mal eine ganze Mission über den hier zu bringen. Ja, aber den musst du nackt machen. Ja, hab ich auch schon mal gemacht, wenn du mal meine Parts anschaust. Nein, danke! Ja. Das will doch so. Ey, Mann, Pierce, du bist 3 Sekunden am Stehen und bist schon wieder tot. Ja, Digga, er macht Gang am Style. So sieht er aus. Er tanzt im Event, im Kampf. Das ist ja die Geisel mit, die wir erschossen. Ja. Ja, ey, Geisel waren Bulle. So. Der versteckt sich hinter Motorrad, so ein Hurensohn. Alter. Schau mal, die Pistolen sind endgeil, schau mal. Kannst du nicht gedrückt halten? Nee, kann ich nicht. Sonst schießt er nicht. Stimmt, schießt ja. Pistolen musst du ständig drücken. Ja, die sind ganz nah, aber ich mag die explosiven Dinger lieber, die machen ziemlich schneller. Ja, welche explosiven Dinger? 45er Shepard. Explosiv? Ist das wieder der, wenn das wieder Pierce ist? Ja, natürlich. Komm, hau ich selber auf. Ja. Soll ich ihn abschießen? Nein, dann musst du wieder anfangen. Na, stirb Pierce! Du kannst dich eh wieder beleben, oder? Ja, du schießt aber nicht durch meine Kugeln. Du kannst deines Fahrzeug anlenken, von da ficken. Scheiß aufs Fahrzeug, verbrennen! Verbrennen! Das ist eh schon, jetzt wird das Fahrzeug geblieben. So, jetzt machen wir mal schneller hier, jetzt hab ich keinen Bock, weil das dauert so ewig sonst. Ich weiß gar nicht, wie das Ende aussieht, wenn wir den Krieg töten. Killbane, ich schon. Ja, aber Spoiler nicht wie Iron Maiden. Aber was hab ich gesagt? Ja, der Typ ist so geil, er sagt, ich spoiler schon nicht, keine Angst. Und aber sagt, ah, und jetzt fahren wir da und dahin, das sind dann die neuen Standardmissionen. Okay, danke, voraus. Wie jetzt, bei welchem Mission war aber ja, weißt schon, da, wenn du anfängst und die ersten 3 Standardmissionen bekommst, so von Kinsey und so, diese... Ja. Amokfahrten und so. Ja. Und ich habe noch nicht mal gewusst, dass das Standardmissionen werden und er sagt mir schon, ja, das werden Standardmissionen, aber er wollte kein Stück spoilern. Na, hat er auch nicht, ja. Hast du den Tiger schon mal gemacht? Ja, das ist absolut geil, die Mission. Das ist die geilste überhaupt. Vor allem, wenn du, aber wenn du zu zweit spielst, also Koop, das ist geil, weil einer kann den Tiger streichen. Nein. Und der kickt nur den Fahrer. Und ich fahre halt immer, und alle Männer, die den Tiger streichen. Der Pierce. Das ist Pierce. Denkst du, Oleg fällt um? Nein. Oleg fällt Mio. Ja, und wenn, dann würdest du spüren, weil dann... Hey, da hinten gibt's ein Foto! Da hinten, der will ein Foto mit dir machen! Komm, drück Y. Reihe, Entschuldigung. Schau, mit dem Kampf! Yay! Und jetzt kannst du ihn umhauen. Ah, das geht genau. Alter! Fantreffen, das ist erst ein Fantreffen. Ja, das ist das erste im Spiel, die Premiere. Ein Fantreffen mit dem Alter! Kampf. Pierce. Ist der behindert? Ja, er steht mitten im Weg rum und macht, ey, schieß doch nicht. Ja, er steht da. Danach liegt er. Schau mal, der Wagen brennt und so. Vielleicht kommt bald ein Spezialvideo für Squad Gaming. Naja, nicht Super Squad Gaming, sondern eher Brandy LP. Das ganze Gameplay, das ganze LP wird auch auf Super Squad Gaming veröffentlicht. Welches? Saints Row. Okay.
Also ich habe... Ja, hätte ich mir auch nicht gedacht, ich werde auch da hochladen. Naja, es ist so, wenn du mal mein Let's Play anschauen würdest, würdest du sehen, dass das Iron Man und ich schon das ausdiskutiert haben. Naja, ich schaue mein Let's Play nicht an, weil ich keine Zeit habe. Ich habe keine Zeit! Ja, ich kann mir gerade mal so Gronkh anschauen, Mann. Ja, auch ganz ehrlich, ich meine, so interessant ist das jetzt. Ja! Ja, hast du mein Let's Play angeguckt, bitte? Ja, hab ich. Fick dich, hast du nicht. Hab ich schon, woher soll ich wissen? Woher sollst du wissen, weil du schon mal dabei warst? Das heißt aber nicht, dass ich... Okay, wie ist es zu Ende gegangen? Das habe ich nicht gesehen, das ist noch nicht mal zu Ende. Mhm. Okay, was passiert im letzten Teil? Der Wagen kann ihn nicht benutzen mit Onyx, oder? Das ist egal, er läuft dir hinterher. Nein, er läuft dir wirklich hinterher. Ja, tut er. Und der Pierce auch? Nein, der Pierce nicht. Witzig. Jetzt mal eine Frage. Was ist im letzten Teil passiert von Ghost Recon? Ein Witzmann. Siehst du, du guckst es auch nicht. Ich habe ein paar Teile angeschaut. Ein paar, ich habe von dir auch ein paar, aber nicht die mit Iron Maiden. Von Iron Man habe ich genug. Nee, leid. Wir stecken eine Missy! Hubert! Hubert Zampan! Lautsprecher Barsch, Mann! Warum nimmst du nicht schon Laster von dem? Und Oleg läuft hinterher. Geht da ja, wenn dein Auto in den Arsch geht, läuft er hinterher. Ich fahre erstmal gegen alles, was ich hier bewegt. Ja, sind wir einfach vorbei. Ja. Wo vorbei? Irgendwie, ich weiß nicht, was machst du, aber. Wo du können! Alter, ich steig aus. Boah, wirklich. Na also, sagen wir mal so, es kommt ja vielleicht was ein spezielles Video. Du hast ja eine Wette gemacht, Ino. Fuck. Nee, die Wette hat sie abgesagt. Sure? Ja, hat sie. Oh Mann. Bist du Mutter? Mann! Warum sind immer solche? Warum? Wo ist der Motherfucker jetzt? Naja. Weißt du, das pisst mich so an. Jetzt komme ich nicht mehr weg von hier. Weil meine Missgeburten einfach nicht ins Auto steigen. Ja, es kommt ein Geburtstags-Special-Video von mir auf jeden Fall. Auf Super Squad Gaming und auf meinem Kanal. Ja. Quarter, Iron, Sorry, Bob. Oh, nö. Und der Brandy. Werden. Alter. Und Penetrator. Alter, Penetrator. Nein, der ist so zu penetrant. Der ist ja zu jung dafür. Zu jung für die Sachen, die wir da machen wollen. Am einen Geburtstag werden wir uns hart krass betrinken. Zum ersten Mal muss ich dazu sagen, für Quarter und mich. Wir haben noch nie getrunken davor. Ich werde 18. Und wir haben eine Wette am Laufen. Wer als erstes kotzt, hat verloren. Und das gegnerische Team, welches aus Soul Reaper und mir besteht und Iron Maiden und Quarter. Ja, wie ist denn der so? Hält er sich gut? Der hält sich gut. Ja. ja. Der Gewinner bekommt 100 Euro und das Video wird aber auf YouTube gestellt. Oh. Mhm. Genau so sieht's aus. Und das Kotzen auch. Natürlich, das ist doch das Video! Also. Brandy und Alkohol, das passt ja gar nicht. Brandy und Alkohol ist Alkohol. Brandy ist Alkohol. Und Quarter, das ist ja so wie Quarter und hübsch. Das passt ja gar nicht. Ja, hat er aber recht. Das war hat er aber recht, Patrick. Dein Kopf sieht aus wie ein Pimmel. Dein Kopf sieht aus wie ein Pimmel. Kennst du das nicht? Was ist das? Verarschung. Kommt sieht aus wie ein Pimmel. Gar nicht. Hat er aber recht, Patrick. Naja. Ja. Ja. 14. November. Ich sag mal so 20. November spätestens wird hochgeladen. Meinst du nächstes Jahr, oder? Nee, 2012, du Mongo. Wenn das Internet halten würde, ja. Ich hab auch Internet. Hätte ich nicht gedacht. Ja, meine Eltern wollen sich ja einen Laptop kaufen und... Naja, da hat mich einer gefragt, was hat der so... Was brauchen die für Anforderungen? Ich weiß nicht, ob er Internet hinbekommt. Also. Irgendwann das kommt noch mal wieder... Das weiß Quad ja noch gar nicht von Laptop. In neuen Rubriken, die wir auf Super Sport Gaming eingeführt haben, naja, mehr oder weniger eigentlich auch noch nicht. Nö. Das weiß ich so. Er ruht auf. Er weiß es. Ja, Mann. Er weiß es. Wo hast du das denn von mir angeguckt? Ja. Oh, ja, gut, das weiß ich, aber ich weiß nicht, was du mir da vorgestellt hast. Dass wir, also Quarter, Brandy, Sorry Paul und Iron Maiden uns treffen und uns bashen in verschiedenen Spielen. Ach, du meinst das jeden Freitag, jeden zweiten Freitag zu feiern? Ja. Gut, dass wir machen. Nein. Es gibt nicht naja, die meisten Spiele kann man leider nicht spielen. Ich bin 18, sorry. Stimmt, ja. Und wir sind viel zu gut für dich, dann sind dann beide. Ja. Außer, ja gut, du kannst den Quarter setzen mit der 18 zu weinen, weil er verliert.
Das wird doch so oder so fett passiert. Du weißt schon mal FIFA 12. Ich bitte dich, wenn du ein Talker siehst. Ich fang mich gar nicht an. Digga, das würde ja beim Mortal Kombat. Also Leute, ich muss euch eins sagen, ich und mein Vater. Ab Kerfest. Spielen die härtesten Top-Duelle, die es gibt. Es gibt ein Spiel namens Top 4, das werden die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen, weil sie nicht Tennis interessiert sind, aber egal. Doch, und für 20 Euro kann man das jetzt kaufen. Genau. Egal. Top 4. Ich und Quater haben die krassesten Matches, die es überhaupt gibt, wie dem auch sei. Ich bin gerade mit dem Flammen. Ich habe das Spiel mal gespielt, ich verstehe es nicht. Klärst du es mir, weil immer ich schlag den Ball, er schlägt in die andere Richtung und ich habe verloren. Ja, da können wir auch mal so nett. Schau, ich stehe hier, ich schlag den Ball da rüber. Er kriegt den Ball hier rüber, ja, die wissen, und ich habe verloren. Liebe Ficker, die können mich mal am Arsch lecken. Ich spiele lieber FIFA 11, wo ich dann in der ersten Halbzeit gegen Villarreal mit 14-0 führe. Ja, die wissen jetzt auch, die Zuschauer wissen jetzt auch, was du gemeint hast mit den Fingern. Ja, wissen natürlich mit den Fingern. Also ich habe gezeigt von rechts und Ecke. Okay. Ihr müsst mich jetzt, malt euch jetzt ein Viereck mit einem Blatt auf dem Papier. Mit dem Blatt auf dem Papier, was? Hört einfach nicht auf Soul, er redet zu viel Scheiße. Auf jeden Fall haben wir mal in New York ein Match gespielt und der Quater hat den kompletten ersten Satz über nicht einen einzigen Punkt gemacht. Nicht einen einzigen Punkt. Hat sich angestrengt wie sonst was, hat er nicht einen einzigen Punkt gemacht. Hey, mein Telefon klingelt, warte mal kurz. Ich kann gerade gar nicht, deswegen muss ich wieder auflegen. Leider aufgelegt, ja. Schade. Oh, hat seine Mutter weggedrückt, ja? Nein, Mann! Iron Maiden hat angerufen. Was so? Ja, das ist so eine Muschi, Iron Maiden. Er sagt zu uns, er muss um 8 Uhr pennen gehen, um 5 Uhr 9 ruft er uns hier an. Muschi. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir gehen, glaube ich, zum Flughafen, muss ich jetzt, oder? Na, ja. Oder du rettest Chondi. Aber ich habe sie schon mal gerettet. Schön also. Für dich, aber du rettest Chondi. Muss ich das? Ja, die Zuschauer wollen es bestimmt nochmal sehen. Genau. Bestimmt geil. Deswegen nehme ich nochmal auf, weil ich sie nochmal rette. Pierce muss ich ihn wieder mitnehmen. Wo ist der überhaupt? Lol. Hat er einfach das Mikro hingeworfen. Die größte Schwuchtel ever. Ja, das ist so eine scheiß geile Aufnahme eigentlich. Auf jeden Fall bei Top Spin 4. Hat er nicht einen Punkt gemacht. Und wenn der Dino on Rage ist, dann da verprügeln wir uns ab und zu und ab und zu so spuckt er dann am Boden einfach so oder auf dem Fernseher. Das ist auch schon alles passiert. Er spuckt genauso auf mich. Ja, mein Gott, passiert halt. Alles normal. Und die sagen, das ist unter 18 das Spiel. Und ja. Hey! Da hat er seinen Platz verloren. Hey, Jungs, jetzt erstmal gar nichts. Hey, dann willst du es genießen. Wenn du nicht aus dem Fenster fliegen willst, Junge. Alter, ich bin auch gerade nicht auf deinem Fenster. Ist mir scheißegal, du bist in meinem Zimmer. Aber gerade willst du genießen, Jungs. Ey, muss also, ich Pierce, ey, jetzt mal im Ernst, muss ich Pierce. Ich hab den Pierce gar nicht mehr im Team. Den musst du nicht helfen. Ich schwör, du bist. Das ist gemein. Ey, ja, ich komm hier nicht mehr raus. Schau mal, wie voll der Wagen ist hier. Ey, muss ich Oleg mitnehmen? Ich hab Buschen gedacht, Kerle. Du bist voll. Ja, Oleg musst du mitnehmen. Ja, Mann, das ist echt schlimm. Olle, komm halt rein, du Mutter! Das ist schlimm. Ey, ich weiß nicht, verprügel den Oleg. Nein, Mann. Oleg! Alter. Der steigt da nicht auf, der kann da nicht einsteigen bei dem Auto. Es gibt nur ein Vorarbeit. Er kann da einsteigen. Guck mal, da ist eine fette Ladefläche. Aber er steigt da nicht ein. Warum? Der war da vorhin drauf. Der war da vorhin drauf einfach. Das wäre Oleg, Mann! Richtige Schöner. Jetzt schaut es auf, jetzt läuft er her und steigt ein. Nein, er geht in dieses Auto kann er nicht einsteigen. Ich wurde auch gecarjackt, deswegen steigt er da nicht. Der Oleg kann da nicht einsteigen. Welchen Wagen soll ich dann nehmen? Keinen. Oleg, du brauchst Oleg jetzt. Natürlich, er ist im Team. Muss ich sagen. Aber er rennt schon hinterher, der geht nicht drauf. Oleg kann nicht drauf gehen. Er ist einfach Gott. Also muss ich jetzt 900 Meter fahren, um Killbane zu eliminieren. Ja, dann nochmal 1200 Meter. Warum? Ja, machen wir das auch alles, oder? Ich glaube nicht. Spoiler halt noch ein bisschen. Das ist so. Schau mal, hinter dich ist er da noch. Schau mal, wie viele Wagen hinter mir herfahren. Da fühle ich mich voll wie in Real Life mit Quater, wenn wir von den Bullen wegfahren. Digga, wisst ihr, Quater ist so ziemlich der toleranteste Fahrer, den es gibt auf dieser Welt. Digga, ja, seitdem ich bei der Fahrschule über Rot gefahren bin und durchgefahren bin ich jetzt toleranter geworden und eben noch runtergefahren. Ab und zu fahren wir in der Nacht und holt euch gegenseitig einen runter und solche Sachen, ja. Ganz ehrlich, Jungs. Da ist Olle, guck. Ja, der interessiert mich gar nicht. Ab und zu fahren wir auch gegen die Spur. Ja. Du bist ja voll der Need for Speed Underground. Das hab ich echt schon gemacht. Voll der Flow. Magie, da war die ganzen paar Kilometer. Du hast auch schon mal gegen die Spur gefahren. Digga, warum willst du gegen die Spur fahren, Mann? Gegen die Strom, Mann. Ja, schön, du pinkst doch gegen den Wind, oder? Ich hätte einfach mal stolz.
Es ist so. Der Arena. Es ist so. Erzähl das mit der Allianz Arena. Muss ich das hier, muss ich die killen, oder? Nein, du musst den mitnehmen. Du musst Angel mitnehmen. So. Alter, ist wirklich nach Quatsch. Ja, du möchtest sowieso, ne? Scheiße. Warte, lass uns noch mal einfahren. Ich hab keinen Fall. So, ich würde sagen, wir machen hier den Penetrator, weil wir sind... Oh ja, ist der schön geworden. Alter, der ganze Move ist gerade voll in den Arsch gegangen mit dem Explosion. Ah, okay. Aber hier geht auch alles runter und drüber. Ich kann mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren, weil hier die Leute so viel scheißen. So, und jetzt schau mal, wie viele Leute hier sind. Boah, der war wunderschön. Also ich sag mal Schuld. Ich bin... Schuld. Also jetzt muss jetzt fährt auch noch Angel. Oh Gott, da haut er mir in die Rippen rein. Jungs, wollt ihr das mal unterlassen, bitte? Nee, wir wollen Gott lassen. Ich fahr doch ja, gut, echt. Ihr fetzt einfach Quatsch. Also ihr zerstört einfach krass die Aufnahme. Ja, das ist Quatsch da. Digga, es ist Brandy LP. Das steht für... Brandy Let's Play. Ja, wollte ich gerade sagen, das Problem ist, LP hört sich auch so wie Loser Play an. Es steht nicht gerade für Qualität, möchte ich jetzt mal nett sagen. Weißt du, dafür, dass es ein Loser Player ist, bist du ganz schön auf der Bike Penetrator. Ja, echt so, echt so. Aber ich bin halt angezogen. Nee, ja gut, sagen wir es mal so, what the fuck, was war das gerade für eine Scheiße? When I came to Spain, and I spoke to party, I talked to myself, what the fuck? Locker! All day. All night. Dino ist schwul. Wer zur Hölle ist Dino? Achso, ja, das bin ja ich. Ja, Peter. Nee, die wissen schon Bescheid, dass ich Dino heiße. Und ich, Gottlob. Hey, nimm das Flugzeug, hey, nimm das Flugzeug. Ich kann nicht. Nimm das Flugzeug, ey, hab ich gesagt. Ey, du Schlampe. Ey, darf ich's abknallen? Ja, nee, du sollst ihn fliegen lassen, weil ich... Pauboga heißt der. Weiterentwicklung auf Haustier, oder? Pauboga. Jetzt mal Ruhe, jetzt mal Ruhe. Ey, Ruhe! Fuck me. So here we are. Two titans among men, worshipped by mere mortals for bringing them blood and fire. This moment was an inevitability. So's me killing you. No. That's not how this book is written. The Saint's legacy ends here, not with a bang, but with a whimper. Are you for real? It's over, Eddie. In 2 weeks, no one's gonna remember your name. No one will remember me. You were a fucking clown, selling energy drinks and lunchboxes. You didn't care about the crowd, just a paycheck. And I changed that. Bullshit. Mark my words. When these hands are crushing your throat, your dying breath won't be an appeal to God or a message of love to your family. It'll be, thank you, Killbane. Man, I'm gonna enjoy shutting you up. Und jetzt geht's los, Quick Time. Ich glaube, der kriegt ein bisschen aufs Maul. Ein paar Kopfnüsse. Aber er ist Wrestler und du machst ihn fertig. Ja eben, das ist so krass an der Sache. Was mache ich jetzt? Achso, ich habe den falschen Stick nach unten gedrückt. Ich bin der linke, du Hurensohn. Der mit der geilen Narbe. Boah, das war ein Kehlenhaken. Und jetzt L1, komm mit. Neckbreaker. Oh, jetzt hat er ihn das Genick gebrochen, oder? Ich hab doch gesagt, das ist ein Neckbreaker. Ach so. Deswegen heißt er ja auch so. Und das war das Ende. Mhm. Ganz schlau. Ja, Katzin.
bitch? Yeah. Was it worth it? Right, Commander. Bring in the Daedalus. 3 Kampf geschafft! Ich werde nochmal kämpfen, mal einen Krieg treffen, aber das mache ich wirklich. Ich würde so durchhalten. Was? Alter, Mann, seit wann hab ich 70% des Stack? Fahrzeug-Stack-Verstärker, hä? Du hast dieses Stack-Teil, dieses. Mit diesem Mikrowellen-Teil. Wir verstehen noch sehr viel davon. Dieses ist so, dieser Jeep, dieser gepanzerte, auf den du immer geschossen hast. Ach so, den hast du. Der. Okay. Okay, dann.